Einen wunderschönen guten Morgen aus Umag. Wir sind schon fleißig, denn heute ist Abreisetag. Ja, wenn du mit den Keilen halt nicht klarkommst, ich weiß gar nicht, ob ich dir damals erzählt habe, du musst halt Luft aus dem Reifen lassen. Und jetzt kann ich warten, irgendwie bis auf jemand anderes von mir. Auf 4,5 Bar hat der Kleine mit hier ordentlich geschafft. Oh, der hat schon einen halben Bar hat er schon geschafft. Wir sind von 2 Bar auf 2,5 schon. Ich werde ihm aber auch mal eine Pause gönnen. So, ich gebe wieder ab. Zurück zu Lück. Nee, zurück zu Melli. Ja, die Kinder haben sich schon Croissants geholt. Denn heute machen wir spartanisches Frühstück. Kennt ihr das? Aus Spartanien. Ja, wir haben schon ein bisschen was abgeräumt. Die Klimaanlage hatte der Guido gestern Abend schon abgemacht. Jetzt haben wir sie gerade eingepackt. Sie ist schon wieder im Auto. Eiswürfelmaschine habe ich schon leer gemacht. Muss noch in den Wohnwagen. Ich räume jetzt mal eben die Sitzecke frei, damit die ganzen Sachen da rein können. Damit wir dann hinter ans Bett kommen. Denn da muss die Kommode hin. Mach mich nicht nass mit deinem Schweiß. Also heute ist wieder so ein Tag, wo man eigentlich gar nicht viel machen muss und man ist nur am Saften. Ja, gut. Ich werde dann jetzt erstmal weiter einpacken. Was sitzt denn da? Eine Fliege. Was wollte ich noch erzählen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade out of order. Ach so, ja genau. Also wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit. Dann ist kurz vor 12. Sollten wir eigentlich schaffen. Ja. Oder? Ja, wenn du so weiter quatschst, dann wird das eng. Ja, ich muss ja mal alle hier auf dem Laufenden halten, wie es bei uns so aussieht, ne? Ich werde gleich weiter berichten. Und zwar live. Alles wird gut. Wir wollten mal einen kurzen Zwischenstand abgeben. Jetzt sieht man nämlich richtig die Kohle hier, in der wir standen. Und guckt euch mal den Teppich an. Ja, die braune Erde, die ist echt eine Wolle. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Guckt euch das mal an. Wo der Trittstand wieder eingesunken ist. Ja, war schon gut krass. Ne, Philipp? Also die Erde ist nicht schlimm. Die braune Erde, ne? Jetzt müssen wir alles abwaschen. Geh mal zum Beispiel jetzt auf Hetzing, da hat man sowas nicht. Ich geh die Schuhe mal an. Warte. Ja. Und die habe ich auch schon 30 Mal sauber gemacht, also. Ey, aber ein Vorteil hat das Ganze. Es ist bewölkt. Es ist gar nicht so schlimm, wie es eigentlich aussieht. Aber warm ist es ja trotzdem. Ja, also mir läuft den Rücken runter. Das wollte keiner wissen. Doch. Diese Bilder, ey. Komm, Teppich machen. Die Pfoten einsauen. Ja, dann kümmern wir uns mal um das Häuschen Elend hier. Ab und bald die Kasten einziehen. Ihr Lieben, ihr glaubt nicht, was wir gerade hinter uns haben. Kein Spaß. Das war die schlimmste Abfahrt, die wir jemals hatten. Guido, darf ich dich zeigen? Hol jetzt mal was zu trinken. Ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Ey, Leute. Wir steckten fest. Wir kamen nicht raus. Wir kamen nicht von unserem Platz. Wir kamen nicht vor. Wir kamen nicht zurück. Zum Glück war unsere Parzelle zur Deichsel nach vorne hin leer. Da habe ich jetzt einfach das Auto dran gehangen und hier wohnmal durch die Blumen gezogen. Ja. Kamen schon ganz viele uns Knoche helfen. Noch verpoliert. Ganz viele nette, Holländer, Leute. Holländer, die uns geholfen haben. Aber egal ziehen, wie drücken, viele. Ey, wir waren damit, weiß ich nicht, 8 Mann dran. Du hast das Ding nicht rausgekriegt. Der hat sich immer nur wieder Richtung Baum geschoben. Und dann mussten wir wieder anhalten, weil sonst wären wir immer, egal ob vor oder zurück. Es waren auf beiden Seiten Bäume. Ich habe aber auch das Gefühl, dass auf der Seite hier, auch auf der Fahrerseite, was ist denn das? Links, der Mover im Arsch ist. Ja. Weil du hast gelenkt und der ist nur nach hinten gefahren. Wir wollten immer im Kreis fahren. Ja, oder so. Jedenfalls sind wir dann vorwärts rausgekommen,
Eigentlich hätten wir um 12 raus sein müssen. Als wir jetzt die Schrank raus sind, war 12.27 Uhr. Also ich denke, das war jetzt nicht so das Problem. Aber nervenaufreibend. Man sieht es uns, glaube ich, auch an. Ich habe einen knallroten Kopf vom Schieben gerade und allem. Und Mimimi! Ja, höre ich dann Mimimi? Ja, jedenfalls haben wir, wir sind jetzt rausgefahren und haben uns hier draußen auf den Parkplatz gestellt. Es stehen auch noch andere. Erstmal Päuschen, wir wollten noch mal ins Meer, ne? Meerpool, irgendwas. Irgendwas. Erstmal wieder klarkommen. Zum Abkühlen auf jeden Fall. Ja, mir ist auch sehr heiß. Mir ist auch sehr heiß. Ja, glaube ich. Uns ist allen heiß. Es ist total schwül. Aber, boah, ich sehe so fertig aus. Ich brauche auch erstmal was zu trinken. Willst du haben? Ich weiß nicht, ob ich eine ruhige Hand dafür habe. Ja. Motte, wir haben noch. Wo sind die? So, das war erstmal der Lagebericht, Leute. Bis gleich. So, wir haben jetzt mehr oder weniger noch einen chilligen Nachmittag hier auf der Abreisewartewiese verbracht. Waren noch mal im Wasser gewesen. Melli und die Kurze sind gerade noch duschen. Jo, was haben wir noch? Powerstation füttert schön die Kühlbox. Eine Pizza haben wir noch gegessen. Das Auto lüften wir schon mal schön durch. So, da. Jetzt haben wir irgendwie was gegen 4 Uhr. Und dann werden wir jetzt gleich die Biege machen. Dann werden wir mal gucken, wo wir stranden, landen. Keine Ahnung. Oder was meinst du da unten zu? Was denn? Ja, sag einfach ja. Ja. Gut. Tja. Tanken muss ich noch und hier unten nochmal original Luft nachgucken. Weil der kleine Kompressor, den ich da vorhin ja dran hatte. Ja, wer günstig kauft, kauft zweimal. Er hatte sehr arg zu kämpfen, möchte ich mal so sagen. Auf jeden Fall die Powerstation, der kleine Kompressor, 12 Volt, hat über 100 Watt gezogen. Und ja, schon eine Ansage. So, wie gesagt, jetzt warten wir auf die beiden. Und dann sehen wir weiter, dass wir hier wegkommen. Tanken, Luft nachgucken. Und wenn ich zu Hause bin, hat der Dicke, glaube ich, mal wieder eine Wäsche fällig. Und sich auch verdient. Muss man im Auto echt lassen. Fährt gut, fährt sauber. Absolut keine Probleme. Toi, toi, toi. Ja, ihr Lieben, auf den letzten Metern hat es uns dann doch noch erwischt. Nach 2650 Kilometern. Tschüss Wasser, tschüss Pool, tschüss Meer. Tschüss Campingpark, Umag. Ciao. Kinder, tschüss. Sagt nochmal tschüss. Ciao. Ja, ja, schauen wir mal, was uns jetzt alles auf unserer... Ja, was jetzt so passiert. Hoffentlich reibungslosen, aber schönen Rückreise das erwartet. Das wäre jetzt mal echt schön. Also glaubt man nicht, dass wir hier in Österreich Wetter haben. Ja, wir haben Wetter. Kein und Sturm, kein Platten, kein kaputtes Auto, bitte gar nichts. Ja. Einfach auch nur jetzt mal ein bisschen runterkommen. Das war jetzt irgendwie heute so aufregend. Also ich meine, Pool tat gut. Auch das anschließende Duschen gerade. In dem Waschhaus, wo wir jetzt gerade waren, da waren die Brausen ein bisschen anders. Das war wie eine Kopfmassage. Ach, das hätte dir auch gefallen. Ja, ansonsten, da waren wir fast fertig. Kaltes Wasser. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in der Facebook-Gruppe gelesen, ne? Dass das manchmal zum Abend hin dann ja auch kalt ist. Ja, weil es ne? kühler wurde. Weil wenn sie alle duschen, ist der Kessel irgendwann leer. Ja, ja, richtig. Aber dass das eigentlich nachmittags nicht ist. Und jetzt ist halt 4 Uhr und das Wasser wurde kalt. Gott, kann man mit leben. Aber zum Glück, zum Schluss. Und das tat sogar ganz gut. Ich habe da extra noch meinen Kopf drunter gehalten. Oh, Leute, das tat so gut.
Ja, ich glaube, der Guido hat euch das schon erzählt. Wir fahren ja jetzt zur Tankstelle. Denk mal mit dran, dass ich die Hollandöse für die Kroaten, Slowenien, Österreicher, für wen was nicht alles, dran mache. Ach so. Ja. Werde ich dich gleich dran erinnern. Ja, jetzt wollen wir tanken. Guido hat die Hollandöse dran gemacht. Da kommt er schon wieder. Schon fertig? Ja, ich. Das war jetzt aber schnell. Einmal einen Schäkel aufschrauben, einmal einen Schäkel zuschrauben. Ja. Weil das wollte er nämlich an der Tankstelle machen, aber hat er vergessen. Aber an die Luft haben wir gedacht. Ja. Vom Reifen. Also eigentlich haben wir jetzt alles erledigt, oder? Feuerweiß und Dosenbier. Jetzt können wir erstmal wieder fahren, aber ich muss mir noch anschnallen. Ja, einmal anketten bitte. Anketten. Und zack, sind wir schon in Slowenien. Das ging irgendwie jetzt schneller, als ich gedacht habe. Irgendwie schon. Aber dann müssen wir jetzt noch erstmal irgendwie über den dicken Berg oder wie fahren. Ja. Mit dieser Hafenstadt, wo wir da rausgekommen sind. Genau. Aber ich hatte es gar nicht so in Erinnerung, dass das so schnell hintereinander war. Alter, 50, ey. Die machen hier Käse mit mir. Aber hier kann ich mich noch dran erinnern. Denn hier sind wir auch hergekommen. Wir haben es noch 20 Kilometer bis zum Karawankentunnel. Hatten gerade noch mal ein kurzes Päuschen gemacht. Muss ich erstmal abschließen, weil Marina auf Toilette war. Und wir haben da gerade mal was aufgemacht. Wo ist er? Wie bitte? Ich habe gesagt, wir haben da gerade mal was aufgemacht. Ja, in einer... Und zwar die beiden. Energy für den Fahrer. Und Radler für die Beifahrerin. So, Grüße an Tobi, Grüße an Hobbyfamilie. Genau. Und in dem Sinne, vor uns geht's jetzt weiter, weil wir wollen heute noch auf dem nächsten Campingplatz ankommen. Und vielleicht was essen. Hat der schon wieder Hunger? Werden wir erst Pizza? Komm jetzt rein oder du bleibst hier. Da muss ich jetzt mal ganz schnell einsteigen. So. Ist alles zu, ist alles fest, ist alles dran. Ich habe schon leer. Okay, los geht's. Ich muss mich nur anschnallen. Ja. Den Karawankentunnel bezahlt. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir auf dem Rückweg diese 7,80 Euro bezahlen müssen. Auf dem Hinweg war es ja frei. Und deswegen werden wir in 7 Minuten, so sagt mein Navi zumindest, werden wir durch den Karawankentunnel fahren. 7 Minuten lang? Ich sitze gerade vor uns. Dreh doch mal die Kamera. Was denn? Oh. Was denn? Dann ist er das ja schon. Ja, natürlich. Warum sagt mir das denn mein Handy nicht? Oder dauert das 7 Minuten wieder durch? Ja, bei 8 Kilometer Länge könnte ja, das so könnte sein. Sein. Okay, dann meint er das. Aber wir hatten jetzt keinen Stau. Gar nichts. Ranfahren, zahlen, fertig. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man abends unterwegs ist. Oder früh morgens, aber. Oder ganz früh, ja. Aber ich glaube, die heute Morgen losgefahren sind oder erst um 12 vom Platz fahren und dann los Richtung Deutschland wollen, ich glaube, die hatten ein paar mehr Autos vor sich. Die morgens losfahren, diese Mann. Wenn man die hier. Boah, ich fällt schon die Klinke locker.
klar, dass mir genau an den Betonknumpeln hier einer entgegenkommt. Ja. Aber der will abbiegen. Ha! Gasthof Rausch. Bist du wieder im Rausch? Noch nicht. Noch nicht. Was eine geile Kulisse. Du musst mir sagen, wo soll ich abbiegen? Wie heißt das Ding? Hier, 250 Metern. Links oder rechts? Arnolds, das ist ja schon. Links oder rechts? Rechts. Rechts abbiegen, dann befindet sich der nächste Stopp rechts. Alter, weißt du, was das hier ist? Hier war der Oliver Heine auch. Keine Ahnung. Ja. Ja? Okay, wir müssen jedenfalls hier rechts. Okay, wir sind da. Und da gibt's Konzert. Camping Arnolds. Ja, Tandradei. Auto im Dunkeln. Aufgebaut am Farker See. Er ist natürlich wieder mit am Start. Joa, so haben wir uns jetzt hier mal eingerichtet. Chefin torkelt schon wieder aus der Tür. Torkelt ist gut. Sie mag keine kleinen Steine. Neben brauner Erde mag sie keine kleinen Steine. Nee, weil du die alle mit reinschnellst. Das ist wegen. So, jetzt ist noch relativ dunkel. Ja, nee, ist klar. Jetzt ist mittlerweile relativ dunkel. Morgen sehen wir mehr. Ja. Na, irgendwie einem total wahnsinnigen katastrophalen Tag. Und ich sag euch, Leute, man kann es nicht filmen. Wenn der Wohnwagen festhängt, Guido, mach langsam. Ich habe festgestellt, der eine Mover ist komplett ausgestiegen. Ich habe es getestet. Die eine Seite dreht, die andere Seite dreht nicht. Also habe ich wieder Arbeit. Weiß ja gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich bin irgendwie voll matschig in der Birne. Auf jeden Fall, der Wohnwagen hing ja komplett fest. Ich habe ihn ja quer über die andere Parzelle rausgezogen, die Knochen noch poliert. Ich mein, das hätten wir auch nicht filmen können. Also ja, wir waren ja auch noch durch. Da waren auch noch ganz viele liebe Leute bei, die uns geholfen haben oder helfen wollten, weil halt nicht geklappt hat. Weil wenn du einen Mover dran hast und eine Seite nicht mehr dreht, ja. So, ich sag für heute, sage ich jetzt mal gute Nacht. Ja, wir werden die Kids jetzt einsammeln gehen, die sind nämlich irgendwo da hinten auf dem Spielplatz. Also jetzt hier am Farker See war es wirklich so, Tür auf, Leine ab, Kinder weg. Ja, haben wir damit schon mal keine Sorge mehr. Ja. Aber jetzt müssen wir sie wieder einfangen. Genau, und dann werden wir noch eine Kleinigkeit essen. Habt ihr schon mal eine Rinderherde eingefangen? Ist gleich in Grün. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht. Bis gleich. Hallo Leute. Schönen guten Morgen. Vom Farker See. Guten Morgen. Ja, schöne erholsame Nacht gehabt. Es ist leicht verwölkt. Ich habe auch. Es fängt ja zu regnen. Alter. Ich habe gerade einen Tropfen abgesetzt. Schon wieder Regen. Ja. Egal. Ich weiß nicht, ob man sieht, da hinten blitzen so ein bisschen die Berge durch. Achso, ich habe gedacht, das wären Gewitterwolken. Und ja, wie ihr seht, sind wir gerade am Frühstücken. Da hinten sieht es schon wieder aus wie ein Schlachtfeld, weil der Bengel sein Auto rausgekrempelt hat. Und wenn es jetzt anfängt zu regnen, kann ich wieder anfangen zu rennen und alles einpacken. Scheiße, mein Handy wird nass. Du kannst es nicht erfinden. Egal. 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 Ihr wollt alle ein bisschen an der Matscheibe hier, kann das sein? Alle. Philipp. Boah, sag mal, was macht der? Der darf nicht nass werden, der ist schon genug verrostet. das olle Dingen. Ja, ich glaube, wir müssen mal den Tisch abholen. Ich glaube auch. Also tut mir leid, eigentlich wollte ich ja ein bisschen was erzählen. Ja. Aber wir müssen jetzt erstmal den Tisch wegpacken. Den Tisch unter die Markise schieben. Hört ihr's? Ich höre es und sehe es. Ja, der Regen hat uns wieder eingeholt. Juhu.
Wir haben den Tisch hier drunter jetzt geräumt, wie wir gerade hier angekündigt haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Beste aus uns machen und überlegen mal, wie der Tag so startet. Auf jeden Fall werden wir erstmal den Platz erkunden, werden erstmal den See erkunden. Vorne, da ist so, ich sag mal, eine Partymeile. Ich weiß, dass da auch ein Aufkleber irgendwo versteckt ist. Müssen wir mal gucken, dass wir den finden und einen nebenpappen können. Und ja. Ja, guckst du mal wieder raus? Ich hab Sachen reingebracht. Eigentlich wollte ich noch meinen Joghurt zu Ende essen. Aber ich musste der Marina mit der Decke eben helfen. Aber war eine Band. Auch, ja. Tüdelü, tüdelü, tidelalilü. Nein. Wo schon welche vor uns waren. Und wo wir uns auch dann immer im Nachgang noch mal ein bisschen verewigen müssen, ne? Ja. Ja. Aber hier waren schon mal ein paar mehr. Ja. Aber auch die. Wir haben es gefunden, allerdings war es nicht geplant. Ne? Nee, also, dass wir hier hingefahren sind, war echt nicht geplant. Und ja. Wir werden uns da hinten jetzt hinsetzen, aber da können wir euch nicht mitnehmen, weil da läuft die ganze Zeit Musik und ich muss jetzt schon irgendwie übertünchen, weil sonst haut mir die GEMA wieder eine zwischen die Zähne und ja, ihr kennt das Spiel. Jetzt wollen wir mal Leckerchen essen. Alter, geile Portion, geiler Burger, kann ich echt nicht motzen. Ja? Also essen wir gut, oder? Ja, mhm. Nur nicht geschafft, aber da ist die Styroporkiste. Und ja, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Wir haben gerade gesagt, wir gehen jetzt zurück in den Wohnwagen, mal eine Minute chillen. Und ja, wir sind irgendwie nur noch am Chillen. Und morgen früh geht es aber früh los. Ja, aus Gründen. Also glaubt man nicht, dass wir hier in Österreich Wetter haben. Ja, wir haben Wetter. Wir haben Wetter wie schon seit 2 Wochen haben wir Wetter. Sieht man gar nicht, dass wir Wetter haben. Doch, da. Wir haben wieder Wetter. Zum Glück sind wir schon im Wohnwagen drin und sind am Chillen und haben eigentlich alle irgendwie überhaupt keinen Bock. Der hört mich nicht mal, weil er die Borken in den Ohren hat. Nein, ich hab hier erstmal rein gemacht, weil man hat nichts mehr gehört in dem Regen. So ist das. Hier hinten in eine Grube hat sich irgendwo noch die Motten verkrochen. Melli liegt auf dem Bett, ist am Pennen. Ich glaube jetzt nicht mehr. Eigentlich wollten wir trocken abbauen. Eigentlich wollten wir überhaupt irgendwie abbauen. Aber Petrus, der alte Hühnerdieb, der hat keinen Bock da drauf. Oh, ich habe einen Heiligenschein. Wow. Vielleicht bin ich schon ein Engel, vielleicht bin ich gar nicht mehr hier. Wer weiß. Familie Schlabutke kraucht nach 4 Stunden Regen wieder mal aus dem Wohnwagen raus. Millie hat wieder geschlagen. Die ist wohl auf dem Weg zu einer Erkältung. Auf dem Weg ist gut. Ja, wir rennen rum wie 7 Tage Regenwetter. Hatten wir ja auch so ein bisschen, ne? Halsschmerzen in den Urlaub und fahren mit Halsschmerzen zurück. Ja, jetzt, wie gesagt, einmal zur Rezeption zahlen. Morgen früh fahren wir weiter. Mal gucken. Durchdüsen, nicht düsen. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Schaffen, ne? So wird klappt. Weil wir wollen morgen auf jeden Fall mal früh los. Angepeilt ist so gegen 8 Uhr. Ja. Wasser, 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 Wasser. Unser ganzer Urlaub besteht nur aus. Ich habe ja gerade schon erzählt im Wohnwagen, dass ich mir vorkomme, als wenn wir noch auf Umag wären. Ach so, wegen dem Wasser. Ja, stimmt. Ja, und es hat ja auch gewittert. Ja, hat auch ein bisschen gegrummelt wieder. Aber kam mir vor, als wenn wir da noch saßen. Aber darf ich mal ganz kurz was sagen? Der ganze Urlaub handelt ja wirklich von Wasser. Nicht, weil es geregnet hat. Wir waren ja auch im Wasser, also Meer. Ja.
Nur wir wollen euch ja nicht jedes Mal hier das Wetter zeigen, weil irgendwann guckt ihr einfach nicht mehr. So, jetzt sind wir an der Rezeption dann doch glatt nochmal prompt erkannt worden. Grüße gehen raus an euch beide und euren Hund. Ja, genau. Ja. Schön, euch getroffen zu haben. So. Wie gesagt, immer ruhig mal ansprechen, wenn man seht. Wir beißen nur. Das war lustig. Ja. Die besten Gespräche fangen am Klo an. Ja. So, und wann hast du wieder abgestaubt? Noch einen zweiten Button. Ja. Button und noch Weingummi und noch und Sticker. Aufkleber, ne? Und noch einen Radiergummi. Ja. Also, wow. Kids sind begeistert. Und was haben die von uns gekriegt? Ganz viel Geld. Und da hinten läuft Musik, jetzt kann ich schon wieder ausmachen. Also ich habe da jetzt eine Bitte. Wenn die Bitte erhört wird, dann werdet ihr jetzt gleich Drohnenaufnahmen sehen. Können wir uns ein bisschen beeilen, dass ich noch mit der Drohne fliegen kann? Ja, ich habe noch, mir ist noch was eingefallen. Guido. Ja. Ich habe noch was in der Tasche. Was denn? Wir wollten doch noch da oben. Ja, machen wir noch. Eins nach dem anderen. Ja, okay. Herzlich willkommen im ruhrpottischen Schlachtfeld. Willkommen, dass ihr da seid. Willkommen, dass ich jetzt ein Handy habe. Feuerchen, Cola. Komm mal her. Was? Komm mal her. Oh oh, was hat die vor, ey? Aua. Schnipp, schnapp. Haare ab. Hand ab. Ah. Oh. Weg ist das Ding. Darf ich das bei dir abschneiden? Nee, ja. Ich. Nein, ich habe zuerst gefragt. Besonderer Moment. Schickst du mir später, ja? Hey. Hallo? Okay. Ist doch kein besonderer Moment. Und ich wollte gerade so schön tun. Au, au. Hey, hey. So. Damit sind wir jetzt auch wieder... Umag frei. Ich höre schon wieder Tropfen. Ja, vielleicht vom Baum. Oh, nicht schon wieder. Hier steht kein Baum. So. Das ist einer. Drohne, habt ihr gesehen, ein bisschen? Ja, sag mal, sieht das bei euch eigentlich auch immer so aus, wenn ihr so zwischencampt? Ey, das ist ja immer. Ach komm, das sieht aber nicht schlimm aus. Warum geht das? Dass wir jetzt drin waren und nicht. Marina, nicht so nah. Was ist das? Warum habt ihr eigentlich keine Müllbeutel da reingemacht? Hallo, ich filme. Das ist mir doch egal. Und das. Gib mal dein Handy. Ja. Und das. Also die haben hier wieder voll an einer Schraube. Ich mach aus. Und das. Im Übrigen, guck mal, wir haben noch eine Melone. Eine kroatische. Oh, mehr. Oh, jetzt kommt und das wieder. Das. Ja, Marina. Sie hat eine Melone getragen. Also mein Bauch sieht nicht aus wie eine Melone. Nein, ich habe eine Wassermelone getragen. Ah ja. Du bist schwanger. Noch ein paar Urlaube und ich werde es können. Ja, geht ihr zum Spielplatz. Guten Morgen aus Arnheim. Ja, wir haben abgebaut. Melli, geht's ein bisschen besser, glaube ich. Ich weiß aber nicht so ganz. Aber sprechen ist nicht. Ist vielleicht auch manchmal gar nicht so verkehrt. Aber wir haben schon alles abgebaut. Ein Stuhl steht noch. Ein paar Schüchen.
Oh, ey, mein Superkabelgedönse. Der Mann mit dem Sonnenschirm ist weg. Die Kinder sind auf dem Weg zum Spielplatz. Wir halten gleich nochmal oben am Parkplatz, damit du deinen Senf da kaufen kannst. Brötchen oder Croissants. Ja, Brötchen oder Croissants. Und dann geht's ab Richtung Deutschland und dann sehen wir weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Da kommt bestimmt noch was. Ja, ich vermute es auch. Bei diesem super Jahr und super Urlaub, das kann ja eigentlich nur noch besser werden. Ich freue mich auf zu Hause. Ja, es ist jetzt echt Zeit, auch wieder nach Hause zu kommen, ja. Doch. Gerne. Egal, jammern, Alter, ist nicht unser Motto, ist nicht unser Ding. Nee, nee. Es wäre ja auch anders, wenn es mir auch besser ging. Aber ich war jetzt gerade erstmal duschen und jetzt geht es ein bisschen besser, aber halt, Hals tut ohne Ende weh. Gut. Ist gut. Er hört mich auf mich. Du hörst nicht auf mich. Nee, aber schalten so eine Kamera. Was soll ich denn auf dich hören? Ich habe aber gezeigt, dass gut ist. Ja, ob du zeigst, dann sehe ich eine Kamera. Ja, okay. Der Fahrrad muss ich auch noch mal festmachen. Ja, das habe ich gerade schon erzählt. Das mussten wir wegen der Pedale, die war ja im Weg. Soll ich das nochmal hochhalten? Ja, aber irgendwie geht das hier auch auseinander. Das ist doch auch wieder alles nicht mehr original. Nee. Zieht doch nicht nach hinten mehr. Nee, ich wollte es hochhalten. Also angepeilt war ja 8 Uhr zu fahren. Guido hat aber, ich bin einfach eingeschlafen, Guido hat vergessen, den Wecker zu stellen. Und wach geworden bin ich dann um 7:30 und habe ihn angestupst und habe gesagt, hör mal, hast du gar keinen Wecker gestellt? Nö. Ja, bis wir dann jetzt fertig waren, eben erstmal wach werden, in Ruhe einen Kaffee trinken und dann noch ein paar Sachen wegräumen. Ich war ja noch schnell duschen. Ja, jetzt ist schon 10. Aber weißt du was? Auf die 2 Stunden kommt es auch nicht an. Oder? Die Autobahn gehört uns. Ich glaube auch. Die wird jetzt sowieso nicht so voll sein. Wir haben ja mitten in der Woche. Positiv denken. Richtig. So. Alles andere macht sowieso keinen Sinn. Hast du die Hollandöl? Ja, ja. Ja, hast du. Fahrrad. Raus aus dem Supermarkt. Konnte ich euch wieder nicht zeigen. Über Musik. Ja, setz live. Aber hier haben wir noch einen Auftrag zu erfüllen. Ich weiß nur gerade nicht mehr wo. Da. Haben die Kinder entdeckt? Hab ich entdeckt. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, da das im Video drin war? Haben sie vielleicht auch gar nicht gemacht. Keine Ahnung. Ich hab einen so. Passt nicht mehr. Passt nicht? Also unten. Ja, können wir hier unten drauf pappen. Warte mal, du machst den. Ich will den großen. Ja, dann. Ich hab noch nie einen Aufkleber irgendwo festgemacht. Wo? Ja, unten auf dem Rand. Hier? Ja. Er hat es fast blasenfrei geschafft. Wie fast? Ja, werdet ihr es schaffen oder müssen wir die Maut verlängern? Nicht ab. Warte mal bitte den Druck ab. Nehmt mal bitte die Kamera. Ja. Weil ihr dürft nicht da außen anfangen. Ich weiß wo. Ich habe es aber ihr nicht gepackt. Ihr müsst da anfangen. Gekriegt. So, jawohl. Ja, aber über keine anderen Aufkleber drüber. Guck mal, hier fehlt einer, dann machst du den hier. Ja. Klitterlos. Supi. Ein da. Ein da. Und ein da unten. Und ein da hinten. Genau. So, verewigt. Verewigt. Genau gegenüber davon. Einmal 180 Grad gedreht. Bumm.
wo sind wir? Tauernalm? Alter, ist das geil. Geiler Ausblick. Ist das geil. Da muss ich leider erstmal ein Foto von machen wieder. Das ist eine Alm. Nein, das ist das doch. Ja. Ja, hab ich schon gesagt. Vielleicht läuft man so steil hoch. Wenn du so Bergwandern gehst, weiß ich nicht. Wahrscheinlich 70 Grad. Wahrscheinlich laufe ich 70 Grad hoch. Guck dir den geilen Berg mal an. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. Tante Rallei aus der Wohnwagentür. Ja, wir haben mal wieder angehalten. Wir standen gerade in einem zweiminütigen Stau. Angeblich? Ja, angeblich hin, angeblich her. Auf jeden Fall kam alles zum Stehen und dann konnten wir langsam weiterrollen. Und wir haben keine 500 Meter gebraucht bis zu einem Unfall. Zwei Wohnwagen, drei Autos und Leute. Wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der da irgendwie eine Show draus macht oder so. Ich wollte euch das nur mal erzählen. Auf jeden Fall haben wir gedacht, ja komm, da fahren wir jetzt mal raus. Vertreten uns mal ein bisschen die Beinchen. Und ich suche gerade noch in Österreich eine Tankstelle. Weil ich bin immer noch der Meinung, das ist in Österreich gerade billiger. Ja, google doch mal. Ich bin dabei, aber da hast du mir die Kamera in der Hand gedrückt. Ja, weil du gerade zu mir gesagt hast, du bist froh, dass wir nicht weiter vorne waren. Ja, genau. Aber wie gesagt, das waren ja nur 500 Meter und ja. Ja. Wie es dazu gekommen ist, natürlich keine Ahnung. Egal. Ja, aber es kam ja auch von jetzt auf gleich. Es ging so schnell. Da kann man echt froh, dass wir nicht weiter vorne waren. Ne, also ging Anker werfen und stehen. Ja, okay. Egal. Boah, jetzt wurden wir gerade wieder rausgezogen, ey. Wir werden jetzt gerade gefilzt da hinten. Sind schon über die Waage gefahren. Der eine Polizist hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Nein, natürlich nicht. Alles gut. Fiel das gerade nur ein, weil da halt der Polizeiwagen stand. So, wir werden jetzt über die Grenze fahren. Da ist sie, da ist sie. Da. Bundesrepublik ist Deutschland. Sie. So. 114 Kilometer weiter geradeaus. Und Stau. Papa, ich mach jetzt Körper. Schnick, Schnack, Ananas. Wir sind am? Am Chiemsee. Chiemsee. Okay, Leute, da ist die Autobahn, aber naja. Ja, aber hier cool. Kann man mal kurz halten. Lüftchen. Ja, die hat sie will auch gucken. Und? Was sagst du? Schon geil, oder? Geil, aber guck mal hier vorne, das war so. Ja, mein Gott. Ja, ihr wollt jetzt was beweisen? Dass wir auch im Chiemsee fahren. Ja, dann alle Finger rein. Hier ist ja geil, so kalt wie hier. Eigentlich müssen wir auch mit den Füßen rein. Nee. Flachkörper macht Laune. Ja. So, auch hier werden wir uns verewigen. Wir waren hier. Kannst du auch so wackeln? So. Da oben ist es. Und zwar am Parkschild. Direkt hier unten. Ja, guck, da geht jetzt rein. So, wir gehen vom Chiemsee raus.
die Treppe hier hoch. An dem Melli vorbei. Und da hinter dem Schild, da sind wir versteckt. So, jetzt habe ich das auch mal vernünftig erklärt. So, und jetzt sehen wir doch noch den Sonnenuntergang. Hör mal, ich komme hier vor wie in Umag. Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Ja. Und am Ende alles wunderschön. Über welchen Kanal fahren wir nicht? Kanal, Mein Herne-Kanal. Mahlzeit, ihr Lieben, oder guten Abend. Nee, wir sind nicht zu Hause angekommen. Wir stehen auf dem Rastplatz. Wie heißt denn das Ding hier? Spessart. Steffi krabbelt da drüben noch irgendwo rum. Eine Akkutaschenlampe. Strom haben wir gerade noch über den Wohnwagen haben wir noch Strom. Hm? Über ein Auto. Ansonsten hätte ich hier noch meine Powerbank. So, haben wir morgen noch mal 280 Kilometer abzureißen. Je nachdem, wann und wie wir hier morgen geweckt werden. Wann hat man noch 280? Ja? 296. Oh, ja. Ich meine, ich habe 300, waren das auf jeden Fall. Wie viel sind 280? Ja. Sag mal, ey, ich hab das mit Korinthenkackern zu tun, ne? Alter, das kannst du nicht erfinden. Und der Schlimmste ist der da oben. Mhm, das stimmt. 280, 296, ja knapp 300. Ja, wie viel sind's denn jetzt? So. Ich hab hier Menschen um mich rum, das kannst du nicht erfinden. Ja. Auf jeden Fall schlafen wir jetzt ein bisschen, aber wach werden voll, das hätte ich. Das beste und liebste Kind liegt da unten. Die kleine Motte. Ja, rübergetragen und direkt weitergeschlafen. Genau, die haben wir nur rübergetragen. So, gute Nacht. Guten Morgen von der Raststätte Spessart. Alter, nachts ist auf so Rastplätzen mehr los als tagsüber. In dem Morgen schon wurde das ruhig, aber als wir hier ja abends angekommen sind, Alter, weil die hier noch veranstaltet hat, man kann es nicht erfinden. Das ist ja egal, lass mal hier. Kaffee? Hier. Geiles Teil. Kann sogar eine Kaffeemaschine. Möchtest du nur einen halben? Ich möchte jetzt erstmal nur einen halben, ja. Guten Morgen. Also wir sind wirklich gerade erst aufgestanden. Und so zusehen, dass wir hier wegkommen. Und ein kleines, anderes Problem hat sich jetzt über Nacht auch noch ergeben. Es ist windig draußen. Das ist windig. Lass mal gucken, wie die Kiste sich jetzt fährt bei dem Sturm. Ja, wenn... Die ganze Zeit, was wackelt der Wohnwagen so? Ey, ist nicht immer Sturm. Ist nicht immer Sturm, wenn der Wohnwagen wackelt. Der Sprachversuch Nummer 2 nach dem ersten Kaffee. Es scheint zu funktionieren. Motti ist auch schon wachi. Melli sieht auch schon anders aus. Nur er noch nicht. Nee, ich hatte eine Scheißnacht. Wieso? So schön auf so einem Rastplatz. Nein. Alles am Klimpern, alles am Klappern. Dauernd denkst du, ein V8 steht mitten bei dir im Wohnzimmer. Also, geschlafen habe ich auch nicht. Da habe ich fast besser geschlafen unterwegs, als du gefahren bist, wo mir einfach die Augen zugefallen sind. Och, danke für diese Blumen. Jetzt ehrlich, das war ruhiger als jetzt hier die Nacht. Und bei mir. Ich sag ja, es wurde erst in den Morgenstunden ruhiger. Also noch circa 300 Kilometer. Nein, 396. 296, ja. Die Klugscheißer. Ja, die Gehirnzellen werden wieder wach hier. Und du auch. Wie viel ist 300 mal 6? Was? 1800. Ja, okay, du kannst auch. Der Papa kann nicht rechnen. 9.14 Uhr, Leute. Der Plan war wieder nicht einzuhalten. Nee. Irgendwie bist du nicht angeschnallt. Stimmt. Ich habe mich noch gar nicht angeschnappt. Es hieß auch, mach die Kamera an. Da habe ich das voll vergessen. Ah, ja.
Ja, jetzt sind wir wieder on the road Richtung Frankfurt. Das heißt, es wird gar nicht mehr so lange dauern. Ich hoffe, wir kommen natürlich gut durch. Ich auch. Ne? Dass wir keinen Stau haben. Ja. Welches Brötchen hast du dir ausgesucht? Das mit Leberwurst? Okay. Bist du auch schon am Essen? Mhm. Sehr gut. Ich habe nämlich noch eben schnell Brötchen geschmiert. Wir haben auch noch zwei Cheeseburger und einen Chili-Cheeseburger und noch eine Lammungsstange. Getränke haben wir auch an Bord. Also eigentlich können wir jetzt erstmal fahren, wenn nicht wieder irgendeiner ankommt. Ich muss Pipi! Ja, ihr Lieben, auf den letzten Metern hat es uns dann doch noch erwischt. Nach 2650 Kilometern und knapp 47 Stunden reiner Fahrzeit haben wir es geschafft. Wir sind zu Hause angekommen. Home sweet home. Home sweet home. Wir hoffen, euch haben die ganzen Folgen wieder gefallen. Gerne den Daumen, gerne ein Abo, gerne auch einen Kommentar. Vielen Dank an die ganzen Leute, die wir getroffen haben, die wir kennengelernt haben. Möchtet ihr noch was sagen? Hm. Möchtet ihr noch was sagen? Hm. Irgendwas? Möchtest du noch was sagen? Oh. Möchtest du noch was sagen? Also, ich finde es toll, dass ihr uns bis zum Ende geschaut habt. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich schnell wieder fit werde, weil am Dienstag die Einschulung ist. Hier ist es gerade auch nur kalt. Den Kindern nicht, wie man sieht. Die haben noch innere Hitze. Ich meine, mit Regen und Wasser und so sind wir ja mittlerweile richtig drin geübt. Ja, wenn es aufwärts fliegt. In dem Sinne, noch ein paar schöne Fotos von uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bis Danemanski. Hanserenski. Arrivederci. Tschüss.